in der Gruppe. Scheinen zur Arena. Alle drei im Ring. Brown und Green waren noch im Ring, hatten ja gerade ihren Fight. Jax gesetzt sich dazu, um jetzt zu ermitteln, wer ins Achtelfinale kommt. Also diese Gruppenphase, die ging ja wirklich bombastisch zu Ende. Dank Brown und dank Green. Bin ich doch mal gespannt, wie es hier ausgehen wird. Triple Threat ist immer so eine Sache. Los geht's. Da erwarte ich doch am Anfang erstmal ein bisschen Chaos hier in dem Match. Brown geht raus. Bisschen Luft schnappen. Jackson Green im Ring. Green mit dem Konter. Ein Huslex-Platz gibt es noch. Der wird später noch ausgelost. Der wird während des Wunschmatches ausgelost von Diamond, was er sich gerade gekauft hat. Jackhammer von Howard Green ist es. Nein, das ist es noch nicht. Green jetzt draußen. Regeneriert da etwas. Brown und Jax. Stunner von Brown. Und Green scheint hier aufzuräumen. Jax bekommt jetzt den Military Spinebuster von Green ab. Und auch Brown muss jetzt leiden unter Greens Aktion. Und zwar der Jackhammer. Green is on fire. Jax rettet sie für sich selbst hier noch die Möglichkeit auf den Sieg. Aber auch er muss in die Ringecke. Green scheint jetzt gerade hochmotiviert zu sein. Powerbomb von Green. Und Jax rollt sich da erstmal aus. Er hat Aktion sich eingefangen. Und Brown wird da abgefangen. Feiert auf den Top Rope. Und Green denkt sich, ja, feier du nur, aber nicht mit mir. Cover jetzt von Brown. Hat er den Green etwas überrascht. Auf Days von Brown und da ist Jax mit dem Save. Und Jax kann jetzt vielleicht die Chance nutzen. Jax, Jackhammer gegen Brown. Das Cover, Green am Boden. 2, 3, das ist der Sieg für Jax. Und Jax schafft es, Green war am Boden. Green, der hier so fulminant wie ein Tornado losgelegt hat. Die Gegner geschwächt hat, da war er einmal am Boden. Und Jax wittert direkt seine Chance. Und Jax zieht eins ins Achtelfinale. Genau im richtigen Moment. Heiliger Buntspecht. Da trage ich jetzt die Ergebnisse ein und gebe ab zum Chris Judge. Bis gleich.
Ja. Entschuldigung. ja, ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also, Der Jax, ja, der schreibt auch gerade, also. Er hat nichts gezeigt, sorry, wenn ich unterbreche, der schreibt auch gerade, er hat nichts gezeigt, ne? Von Jax hast du wirklich nicht viel gesehen, aber dann in dem einen Moment kommt er rein. Ey, also das, da macht er dem Momo aber im Geiern Konkurrenz. Ja, durchaus. Und Jax hebt Green auf und reicht ihm die Hand. Ja, also, theoretisch, wie der Ruger auch schon schrieb,